Hey, heute reden wir über das Thema Anlage S, weshalb sie sehr viel weniger kompliziert ist, als du denkst. Und natürlich werde ich dir ein paar Tipps geben, wie du sie richtig ausfüllst. Und damit herzlich willkommen bei diesem Video. Mein Name ist Martin. Lass uns nicht weiter warten und einfach loslegen. Was ist die Anlage S eigentlich? Das S steht bei dieser Anlage für Selbstständige. Wenn du ein Café eröffnest, bist du natürlich auch selbstständig. Allerdings auch mit einem Gewerbe, das du auch anmelden musst. In diesem Fall müsstest du die Anlage G ausfüllen. G steht für Gewerbebetrieb. Alle Freiberufler müssen Anlage S ausfüllen und alle Kleinunternehmer im Nebenerwerb ebenfalls. Das gilt auch dann, wenn man gerade auf dem Weg in die Selbstständigkeit ist und hauptberuflich noch in einem Unternehmen angestellt bleibt. Die Anlage S ist Bestandteil deiner Steuererklärung. Das heißt, du bist verpflichtet, sie auszufüllen und sie muss auch mit ihr zusammen beim Finanzamt abgegeben werden. Vielleicht erledigst du deine Steuererklärung ja auch über Elster. Das Online-Programm wird vom Finanzamt kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Anlage S findest du dort unter dem Menüpunkt Vordrucke. Und falls du mehr mit deinem Business statt mit deiner Buchhaltung verbringen möchtest, dann kannst du dir hier bei uns Unterstützung holen. Wer zählt zu den Selbstständigen bzw. zu den Freiberuflern? Die Abgrenzung zwischen selbstständig und freiberuflich ist nicht so ganz haarscharf. Auf alle Fälle sind die produzierenden, vermittelnden und verkaufenden Betriebe gewerblich. Beispiel hierfür sind Handwerker, Immobilienmakler und sogar Verkäufer auf eBay sind gewerblich. Zu den Freiberuflern gehören Menschen, die auf folgenden Gebieten arbeiten: Wissenschaft, Kunst, Unterricht, Erziehung, Journalismus, Juristerei, Architektur, Beratung, Prüfung, Fremdsprachen, Dolmetschen und Übersetzen. Bist du gerade in der Gründungsphase und unsicher, ob du ein G oder ein S bist, dann frag am besten beim Finanzamt nach. So gehst du auf Nummer sicher, was deinen Status betrifft. Und hier gibt es auch noch Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, die sich nicht wie Arbeit anfühlt. Die Anlage S muss auch ausgefüllt werden, wenn du Einkünfte hast, die aus etwas resultieren, was du gar nicht als Arbeit wahrnimmst. Gewinne aus einer Lotterie gehören zum Beispiel dazu. Oder du vollstreckst das Testament für jemanden und erhältst Geld dafür. Vielleicht verwaltest du das Vermögen eines anderen Menschen und bekommst dafür ein Honorar. Oder du hast schon einen Sitz in einem Aufsichtsrat. Alles das muss sich in deiner Anlage S wiederfinden. Falls du das Glück hast, dass andere oder dein Geld für dich arbeiten, sollst du die Anlage S ebenfalls auf dem Schirm haben. Hier müssen sich nämlich auch die Einkünfte aus einer Beteiligung, einer vermögensverwaltenden Gesellschaft oder Gemeinschaft wiederfinden. Achtung, jetzt wird es ein wenig kompliziert. Der Zweck dieser Gesellschaft oder Gemeinschaft ist definiert. Sie muss dem Erhalt der Veräußerung oder der Haltung von Kapitalgesellschaften dienen. Wenn du jetzt Lust hast, die ganze Sache zu vertiefen, dann schau doch mal hier bei unserem Blog vorbei. Den Link dazu findest du auch in unserer Videobeschreibung. Veräußerst du Vermögen, das deiner selbstständigen Arbeit dient, dann erzielst du damit auch Einkünfte und du vermutest richtig, Herr mit Anlage S. Eintagsfliegen werden auch damit erschlagen. Selbst wenn du alles auf einmal gemacht hast und dafür Geld bekommen hast, dann interessiert das Finanzamt kein bisschen. Du musst ran an Anlage S, kein Pardon für Eintagsfliegen. Und jetzt geht's ans Werk. Mit unserer Ausfüllhilfe kriegst du die Anlage S bombensicher ausgefüllt. Es ist im Grunde keine Raketentechnik, also hör mir jetzt genau zu. Seite 1, Zeile 1 bis 3, Name und Steuernummer dürften ganz easy sein. Achte bitte darauf, dass dein Ehe- oder Lebenspartner unter Umständen seine eigene Anlage S ausfüllen muss. Oben rechts kannst du ankreuzen, ob du die steuerpflichtige Person bist oder dein Partner. Der Gewinn hat hier seinen Platz. Seite 1, Zeile 4 bis 16. Der Gewinn oder Verlust aus der freiberuflichen Tätigkeit findet in Zeile 4 statt. Gehst du einer weiteren freiberuflichen Tätigkeit nach, ist dafür Zeile 5 reserviert. Unbedingt wichtig, das Finanzamt will sehen, wie du auf diese Zahlen kommst. Füge also deinen Unterlagen bei, die du für die Gewinnermittlung genutzt hast. Zeile 6, die gesonderte Feststellung. Hast du einen Firmensitz, für den ein anderes Finanzamt zuständig ist, musst du alle deine Unterlagen für den Betrieb und auch für die Erklärung zur gesonderten Feststellung der Einkünfte bei diesem Finanzamt abgeben. Das kannst du hier aufschreiben. Zeile 7 und 8 sind dann wichtig, wenn du oder dein Ehegatte an einer freiberuflich tätigen Personengesellschaft beteiligt sind. Zeile 7 ist für das erste Unternehmen reserviert und Zeile 8 für weitere Beteiligungen. Es geht hierbei um Gewinne, die einheitlich und gesondert festgestellt werden. Zeile 9 ist der Platz für Verlustbeteiligung. Diese Zeile ist in folgenden Fällen relevant. Du kannst nachweisen, dass du in Bezug auf freiberufliche Abschreibungs- oder Verlustzuweisungsgesellschaften oder an Modellen zur Steuerstundung beteiligt bist. Aber bitte an den Nachweis denken.
Zeile 10 und 11, hier finden sich Einkünfte wieder, die aus anderen selbstständigen Arbeiten resultieren. Zum Beispiel als Aufsichtsrat oder als Zwangs- und Insolvenzverwalter. Aber auch dein Lottogewinn findet hier statt. Zeile 12, das Teile-Einkünfte-Verfahren. Hast du in deinem freiberuflichen Unternehmen und Betriebsvermögen Anteile an einer oder mehreren Kapitalgesellschaften? Gab es von denen Gewinnanteile oder du hast verdeckte Gewinnausschüttungen vorgenommen? Dann müssen in Zeile 12 die Karten auf dem Tisch. Dein steuerfreier Anteil aus diesen Einkünften sollte nicht in der Zeile 8 bis 10 oder 11 eingetragen sein. Für diesen Fall müsstest du in deinem Steuerformular eine gesonderte Aufstellung beilegen, wie dieser berechnet wurde. Das Finanzamt will es einfach immer ganz genau wissen. Zeile 13, hier musst du die in deinen Zeilen 4 bis 8 enthaltenen positiven Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 4 UMW StG eintragen. Zeile 14 und 15 sind von Bedeutung, wenn du eine Beteiligung in einer Wagniskapitalgesellschaft hast. Dann gehört hier der steuerpflichtige Teil der Leistungsvergütung hin. Zeile 16, endlich Platz für die Steuermäßigung. Für einen Teil deines ermittelten Gewinnes kannst du eine Steuermäßigung beantragen. Diese verbleibt dann in deinem Unternehmen und wird nicht entnommen. Nutzt du diese Möglichkeit, dann musst du zur Anlage S auch noch die Anlage 34a dazu packen. Und schon geht es weiter mit Seite 2. In den Zeilen 31 bis 42 hast du Platz für einen Veräußerungsgewinn. Der entsteht zum Beispiel, wenn du deinen Betrieb aufgegeben oder diesen veräußert hast. Ist das mit Gewinn passiert, musst du den in Zeile 31 bis 42 eintragen. Hast du im Gegenteil einen Verlust eingefahren, steht dieser in Zeile 40. Und damit wir wieder mal ein bisschen etwas Komplizierteres einbauen, das Finanzamt geht bei dieser Art von Gewinn aus, dass sie unter 1% liegen. Trifft das bei dir nicht zu, dann musst du hier nichts eintragen, sondern dir die Anlage KAP vornehmen. Und sonst bleibt nur noch Zeile 43 bis 47. Hier findet sich der Platz für Einträge zum Thema Sonstiges. Dazu zählen außerordentliche Einträge, Vergütungen für Tätigkeiten im Ehrenamt oder zum Beispiel Aufwendeentschädigungen für Übungsleiter. Willst du das in deinem Tempo machen und nicht immer ein YouTube-Tutorial dazu benutzen, wäre eine Buchhaltungssoftware und Steuersoftware vielleicht ganz praktisch für dich. Schau doch mal bei Safdesk nach, mit unserer Buchhaltungssoftware erledigst du deine Buchhaltung, wann und wo du möchtest. Deine Belege speicherst du und verwaltest du ganz einfach online. Für deine Steuererklärung musst du dann nicht mehr mit dem Pendelordner zu deinem Steuerberater laufen, sondern übermittelst ihm alles per Export oder einfachem Zugang zu den nötigen Daten. Das Beste zum Schluss, die Steuerspartipps. Die Anlage S macht nicht nur Arbeit, sie bietet auch Möglichkeiten, nämlich die, dem Finanzamt nicht mehr Geld als nötig zu bezahlen. Also, wenn du schriftstellerisch, künstlerisch, journalistisch, unterrichtend oder wissenschaftlich aktiv bist, dann kannst du in der vierten Zeile pauschale Betriebsausgaben steuerlich geltend machen. Oder bist du nebenberuflich oder selbstständig als Pfleger oder Künstler für eine gemeinnützige Organisation oder eine hier lebende Person des öffentlichen Rechts tätig gewesen, dann lohnt es sich hier zu prüfen, ob dein Honorar nicht vielleicht teilweise steuerfrei ist. Hier rentiert sich ein Blick ins Einkommensteuergesetz, § 3, Nummer 26 und dann ein Eintrag in Zeile 46 und 47. Lust auf eine Horizonterweiterung beim Steuern sparen? Dann schau doch mal als S bei unserer G-Front vorbei, also bei der Anlage G, und schau mal, welche Tipps wir dort haben. Den Link dazu findest du hier oben oder in der Videobeschreibung. Und nach dem schönen Schluss noch der besondere Schluss, der Sonderfall. Ich habe dir ganz zu Anfang ja schon gesagt, Anlage S ist nicht nur für Leute, die im Haupterwerb selbstständig sind. Selbstständige Tätigkeiten im Nebenerwerb sind ebenfalls Anlage S fällig. Aber bestimmte Arten von Nebenerwerb sind bis zu einem Betrag von insgesamt 2.400 Euro steuerfrei. Zu diesen Tätigkeiten im Nebenerwerb gehören folgende: die als Auszubildender, Erzieher, Betreuungskraft oder Pflegekraft oder Übungsleiter. Fazit: die Anlage S ist schon ein bisschen fordernd, aber man kann sie packen. Und sie ist ein Muss für all jene, die dafür in Frage kommen. Also nicht optional, sondern wirklich Pflicht. Die Kür bietet sie aber auch, erfreulicherweise fürs Steuern sparen. Meine Empfehlung, kein Bammel davor und holt euch zur Not ein wenig Unterstützung und Support. Und wenn es noch nicht gut ist, dann sind wir noch nicht am Ende. Wenn dir das Video gefallen hat und du wirklich was draus lernen konntest, dann lass uns auf jeden Fall ein Like da. Wenn du Fragen hast, dann hau sie einfach unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.